Das Blaue Meer bildet einen natürlichen Rahmen für das kleine Dorf, das im Andenken an den Apostel Andreas, vormals Andreano, hieß und das sicherlich von einem alten Adelsgeschlecht gegründet wurde. Es bestand am Anfang aus drei Ostseilen und einer alten Kirche, von denen nur einige Überreste geblieben sind. Der erste in der Nähe der Küstenstadt hieß ehemals Feronzo, der zweite Cibini und zum Schluss Andreano, gegen den ersten Jahrhundert des ottomanischen Zeitalters befestigt, um sich von den Streifzügen der Piraten und eindringenden Barbaren zu sichern. Vier imposante Bauwerke mit ebenso vielen Türen stehen im Zentrum von Andreano. Die Stadt wird von der sogenannten Via di Mezzo, heute Via Roma, in zwei Hälften geteilt. Im Herzen des Ortsteils tun sich ganz kleine und gemütliche Straßen auf, die am Abend von sanftem Licht der dicken Kerzen erleuchtet und während der langen Stunden des Tages voller Leben sind. Die Festung weist einen viereckigen Grundriss mit einem parallel zum Grundriss laufenden Geschossgesims auf, das eine reine Deko-Funktion besitzt. Die Festung besitzt vier große Türme, nur einer von vier ist kreisförmig und ist Richtung Südosten gestellt. Der kreisförmige Wachturm stammt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert. An der Basis ist er ebenfalls von einer Schildmauer umgeben, auch hat er ein Geschossgesims und kleine Bögen und Pechnasen. Zusammen mit dem Wassergraben stellen sie die ältesten Elemente des gesamten architektonischen Gebäudekomplexes dar. Die zwei frontalen Türme verleihen der gesamten Erscheinung Eleganz und Pracht. Der am wenigsten vorspringende, aber auch älteste Turm ist eine normannisch-staufisch Ursprungs, ebenfalls mit befestigten Fundamenten und Geschossgesims. Der andere Turm zeigt sich mit fürstlichem dominierendem Balkon. Auf der Spitze des Schlusssteins des Säulenhallenbogens thront das Wappen, ein deutlicher Verweis ihrer Macht. Vom Eingangsbogen gelangt man in den Innenhof der Festung. Dieser zeichnet sich durch eine erlesene Akustik aus. Das Gebäude besteht aus zwei Stockwerken. Unten wohnten die Dienstboten und die Knechte. Hier befanden sich auch der Backofen, das Lebensmittellager, die Votivkapelle bei der Sakristei, den Marstall, den Garnisonswachsposten und der Taubenschlag. Das obere Stockwerk war Wohnsitz der Adelsfamilie mit Thronsaal und reich verzierter Empore, der fürstlichen Loggia, einigen Privatzimmern, dem großen Gemeinschaftsraum und der Waffenkammer. Das ehemalige Kloster der Santa Maria della Grazia, das 1561 auf den Dominikanerorden überging, liegt auf der Via di Mezzo. Die wunderschöne und gleichzeitig schlichte Front weist seitlich zwei Wandsäulen mit fein dekorierten Kapitellen auf, die mit der ersten Ordnung abschließen. Die obere Ordnung besitzt zentral ein Gitterfenster, darüber eine kronenähnliche Steinskulptur. Musik.
Das Innere der Kirche wurde auf feine Weise dekoriert und von der von außerordentlichen und kreativen Hände der Maler bereichert, und es ist reich an wichtigen religiösen geistlichen Bezügen wie des heiligen Dominiks und der Rosenkranz-Madonna, denen zwei große Gemälden geweiht sind. Der prächtige Barock-Hochaltar ist so schön dekoriert wie andere Ecken im Kloster. Ein außerordentliches Fresko hängt auf der rechten Seite der Kirche. Es stellt die Verbindung zwischen den heroischen Heldentaten des Saraceno della Torella und der Devotion für die Gnades Madonna dar. Das Bildnis der Madonna mit dem Kind, die drei Pfeile in der rechten Hand und das Evangelium in der linken Hand hält. Darüber sieht man eine Kirche, wahrscheinlich die Kathedrale von Otranto, aus deren großen Fenster furchtbare Flammen austreten. Das Kirchentor scheint versperrt. Hier erscheinen die Türken, die man am Halbmond erkennt, und die Waffen und Spitzhacken schwingen und die Kirche angreifen. Vor dem Portal liegt ein von der türkischen Armee getöteter Held. Die Bürger, die sich von einer türkischen Belagerung fürchten, wenden sich nach dem Tode des Giovanni Antonio Saraceno della Torella an die Heiligen Mutter Gottes und bauen in Devotion diese Kirche. Apostel St. Andreas gewidmete heilige Pfarrkirche ist der Wiederaufbau eines alten Gebäudes, wahrscheinlich gegen 1489. In ihr wurden früher Priester und höhere Geistliche begraben, deren man sich heute noch erinnert. Der aktuelle Kirchturm geht wahrscheinlich auf das Jahr 1872 zurück. Nach seinem Zusammenbruch auf ein angrenzendes Haus in der Nacht vom 6. Oktober 1819 wurde er erst Jahrzehnte später wieder aufgebaut. Seitdem wird ein großer Kirchweihfest zu Ehren der Madonna gefeiert. Das einfache und elegante Innere hat den Grundriss eines lateinischen Kreuzes. Der mit zahlreichen Kerzenständer geschmückte Hauptaltar aus Pietralicese, dem örtlichen Kalkgranitgestein, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die Kirche ist mit wunderschönen Statuen von Heiligen und Madonnen dekoriert. Zahlreiche andere Statuen und Gemälde mit religiösen Motiven machen aus der Kirche ein Schmuckkästchen, das man wirklich entdecken sollte. Die größte Stadt Andrano liegt auf einer landschaftlich sehr reizvollen Landzunge. Hier steht auch eine beeindruckende Krypta, die von den Basilius München zu Ehren der Madonna dell'Attarico eine Marienkrypta wurde. Sie ist ein Zusammenspiel aus Schönheit, Alchemie, Einfachheit und spiritueller Stärke. Ein kleiner Steinaltar, von dem schwachen Licht der Lämpchen erleuchtet, steht unter einem alten Gemälde, das auf das Jahr 1767 zurückgeht. Die Krypta war in der Vergangenheit eine Ruhestätte und Arbeitsplatz für die byzantinischen Mönche. Sie waren auch Bewohner der Abtei des Mito, des nahen Trigase und ein Ledergerbungsplatz. Der Ort wurde auch von vielen einheimischen Eremiten als Zuflucht von der Verfolgung während der vom 8. bis zum 10. Jahrhundert aufeinanderfolgenden byzantinischen Bilderstreit benutzt.
Otranto wurde im Jahr 1859 Ortsteil der Gemeinde Andrano. Es handelt sich um einen kleinen bewohnten Ortsteil in der Nähe von Santa Maria di Leuca. Vermutlich wurde er auf einer alten Siedlung gebaut, wo früher eine von den Barbaren im 10. Jahrhundert zerstörte Festung stand. Von seinen Anfängen bis ins 15. Jahrhundert waren Sprache, Priester und Religion des Dorfes griechisch. Im Jahr 1859 wurde es eine unabhängige Gemeinde. Wahrscheinlich war es eine alte Festung, von der auch der Name stammt. Am Anfang gab es nur ein einziges Stockwerk. Der alte Eigentümer Filippo Bacile beschloss, ihn aufzustocken. Noch heute sind ebenerdig 8 eleganten Arkaden zu bewundern. Er besitzt ein imposantes Portal aus dem 18. Jahrhundert mit dem Familienwappen und deutlichen Erkennungsmerkmalen des neapolitanischen Spätbarocks. Im Inneren befindet sich eine einstmals prunkvoll möblierte Zimmerflut, wo ein privates Museum mit Gemälden, archäologischen Funden und präparierten Exemplare aus der einheimischen Tierwelt ist. Die Kirche von Castiglione d'Otranto stammt aus dem 17. Jahrhundert, obwohl man weder das genaue Bau noch das weihe Datum kennt. Die Pfarrkirche wurde dem Erzengel Michael gewidmet, der hier in Salento sehr verehrt wird. Die Fassade ist zwar sehr streng, aber im Einklang mit dem Umfeld. Die Kirche hat ein einziges Mittelschiff im schlichten Barockstil. Beim Betreten kann man sofort den feinen Mosaikboden mit weißen und rosa Rauten bewundern. Er wurde im Jahr 1871 gefertigt und reicht bis zur Sakristei. Der Hauptaltar ist aus Leccese Tuffstein und von wertvollen Dekorationen und von einem Kruzifix gekrönt. In der Kirche werden Statuen und Gemälde aufbewahrt. Diese vielen Kunstschätze sind einen Besuch wert. Das wahrscheinlich um 1400 gebaute kleine Gotteshaus zu Ehren der Maria Maddalena steht am Ostrand von Castiglione im Trigeviertel, an einer Straßenkreuzung, die einst Castiglione d'Otranto mit dem kleinen Vorort von Tricase de Bressa und mit Montesano verband. Das Innere besteht aus einem einzigen Schiff, in dem es einen kleinen Altar gibt, welcher gegenüber der ebenso kleinen Eingangstür steht. Zwei Bilder stellen die heilige Maria Magdalena beim Anlegen an einen Strand dar, sehr wahrscheinlich Marie de la Mer, um die Welt zu bekehren. Früher fand in der Nähe der Kapelle der Viehmarkt statt. Er wurde von der örtlichen Bevölkerung viel besucht. Das Gotteshaus wurde vom spanischen König Karl am 22. Juli 1752 gestiftet. Das steht auf einer Aufschrift über der Eingangstür.
Das kleine und faszinierende Krypta der ursprünglich aus Griechenland stammenden Basiliusmönche liegt nur etwa 50 Meter von der Magdalenenkirche entfernt. Sie wurde in Kalkgranitfelsen gegraben. Am Eingang gab es eine Steinschwelle, auf welche die Pilger auf keinen Fall treten durften. Die Grotte ist ein viereckiger Raum mit einem zentralen Pilaster, der die Struktur stützt. Rechts vom Eingang steht ein Steinaltar, an der Wand die Reste eines Freskos, das wahrscheinlich das Mysterium der Dreifaltigkeit darstellte. Gottvater mit einem Dreieck auf dem Kopf, der Sohn sitzend mit Kruzifix und der Heilige Geist in Form einer Taube dargestellt. Laut aktuellen Untersuchungen nimmt man an, dass die Krypta anfangs gar keine italienische griechische Betstätte sein sollte, sondern eine Ölmühle, die erst später ein Gotteshaus wurde. Der Küstenort von Andrano hieß früher Feronzo und erstreckt sich knapp 3 Kilometer längs der östlichen Küste der Salentinischen Halbinsel. Der Ort gehört zum Naturpark Otranto Santa Maria di Leuca und er liegt in seinem Gebiet. Seine hauptsächlich felsige Küste umfasst 2 Gebiete, Torre und Botte, die durch einen von Agaven gesäumten Pfad miteinander verbunden sind. Im Gebiet Torre liegen heute 2 Sehenswürdigkeiten der Küste. Die erste ist Grotta Verde, die grüne Grotte, wegen der smaragdgrünen Farbe des Meeres. Die zweite wird Fiume, zu Deutsch Fluss, genannt, weil es dort Süßwasserquellen gibt. Das Gemeindegebiet Botte mit gleichnamigen Ortsteil Botte, was so viel wie Fass heißt, und seinem kleinen Hafen, er liegt zwischen Felsen gebettet und ist so ein idealer Schutz für Fischereifahrzeuge und Sportboote. Beim Ortsteil Torre Porto di Ripa handelt es sich um einen auf das 15. Jahrhundert zurückgehenden Aussichtswachturm. Er ist heute nur noch eine Ruine mit einem kegelstumpfförmigen Fundament.